Viparita Padangushta Shiras Parshasana ist der volle Bogen mit Großzehen zum Kopf. Rafaela, Yoga-Ausbildungsleiterin bei Yoga Vidya, zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist die Bauchlage. Eventuell willst du vorher kurz in die Cobra kommen. Du müsstest auch schon gut aufgewärmt sein dafür. Und dann beugst du die Knie und fasst zum Beispiel mit der rechten Hand an den rechten Fuß in den Umgriff, Ellbogen nach unten, außen und hoch und machst danach das Gleiche mit dem linken Fuß. Von hier ausgehend ziehst du dann die Großzehen zum Kopf. Viparita heißt Umkehr, Padangushta ist der Großzeh und Shiraspasha heißt den Kopf berührend. Das ist also die umgekehrte Haltung, in der die großen Zehen den Kopf berühren. Du könntest nämlich auch von dem Rücken liegend die Füße zum Kopf hinziehen und die Großzehen zum Kopf geben. Das ist die Padangushta Shirshasparshasana. Hier ist es umgekehrt, du bist andersrum, als wenn du es aus der Rückenlage machen würdest. Diese Stellung ist eine der vielen Stellungen aus dem Buch First Steps to Higher Yoga von Sri Yogeshwaranand Paramahamsa. Und er sagt von der Übung, diese Stellung hilft, den ganzen Körper flexibel zu machen, symmetrisch, stark und schön.